kurzen Aufruf, einen Hilferuf, mal gucken, wie viele Leute nach, wenn ich nach Hilfe schreie, wie viel hier mir helfen. Ich würde mal sagen, da ihr sicher sehen wollt, wo das GTA-Geld ich habe, oben rechts steht, also ich Hilferuf, ich zeige euch jetzt einfach, wo ich bin, vielleicht hat jemand Ahnung, also es geht darum, dass jemand, irgendjemand Kommentar hinterlässt, ja, mach das, mach das, mach das, oder ja, kannst du mich in Skype anrufen, ihr könnt hier oben mich auch adden bei Skype, ja, einfach da, wo man mich anrufen könnt, könnt ihr mich adden. Es geht darum, dass ich Hilfe bekomme bei GTA, dass mir jemand anruft, zuguckt und ja, das ist einfach ein Hilfevideo. Ich bin momentan da, wo ich jetzt bin und ja, wir können gerne mal gucken in der Karte, was wir alles haben. Also wir haben nichts mehr Franklin, wir haben nichts mehr Michael, wir haben nichts mehr Trevor. Wir können auch dies wegmachen, haben wir ein bisschen mehr. Ich bin jetzt hier mit dem Michael dran und ja, ich würde gerne jetzt auch wechseln individuell auf den Trevor, was der noch hat, der hat wahrscheinlich auch nichts mehr. Also es geht mir wirklich darum, dass ihr mir helft, also addet mich irgendwo, wo ihr mich anrufen könnt vielleicht. Und er war wieder mal nach Club, also wieder mal typisch und schnuppert am Höschen rum. Ja, okay, das ist mal wieder typisch Trevor. Was hat der Trevor noch? Warte mal, der Trevor hat hier ein Auto, das ist momentan nicht. Ich werde das also auf YouTube hochladen als Hilferuf. Ich habe einfach gedacht, ja, ich mache jetzt hier nichts Spezielles. Die Musik mache ich immer aus, weil gehen mal gesperrte Sachen und so. So, was hat der Trevor in der Karte? So, der Trevor hat auch wieder gar nichts mehr. Ja, wenn ihr wisst, ja, hier, das musst du noch machen und das und die Reihenfolge musst du einhalten, dann sagt mir Bescheid, schreibt es unten in die Kommentare oder schreibt mir rein, dass ihr mit mir telefonieren wollt. Das ist so viel zum Thema Trevor, er geht gerne in den Nachtclub. Ich weiß auch, wie man Waffen rauspackt und rumschießt, kann man auch. Gut, dann haben wir den auch gesehen, dann gehen wir jetzt zum Franklin. Ne, das war online. Ja, weiter, nein, danke. Ja, wir können schon mal online zocken, aber erstmal hier mir sagen, hier, wie es weitergeht auch mit dem Franklin. Ich will auch das Video nicht zu lange machen, ich will das einfach noch hochladen. Ich habe die prominenten Golf gemacht, ich habe die Power Clowns gemacht, ich habe diese Affen gesehen, ich habe gekifft in dem Spiel. Der pennt immer, der hört immer Handy oder guckt Fernsehen, ich weiß auch nicht, was mit dem Franklin los ist. Zwei Raubüberfälle habe ich auch schon gemacht und ja, was gibt's noch was zu erzählen? Also, ich muss jetzt aber, nee, ich muss erstmal raus hier. Ja, der muss nicht rumschleichen zu Hause. Ja, wir müssen ja zeigen, was der noch hat. Dann gehen wir auch mal schnell. Ja, sein Zuhause hier. Sehr schön. Appartement. So, wie gesagt, schreibt in die Kommentare, was ich weiter machen muss. Und erstmal kurz die Musik ausmachen. So, was hat der Kollege hier in der Karte? Wir haben hier Job, Hund, Dart, das ist der Rummelplatz, Flieger, Squad, Golf, Gras, Weed, Kinoplatz. Ich lade das jetzt hoch und ihr sagt mir, was ich machen muss und wenn ihr mit mir kommunizieren wollt, also so telefonieren und so. Ich weiß auch, dass man die Kamera so umstellen kann und dann kann man auch so fahren. Also geht ja schon eine witzige Sache, damit ich will es auch fertig machen. So, also liebe Freunde, helft mir bitte, wenn ihr bei GTA voll die Ahnung habt. Ich mache die Kamera jetzt wieder darüber, weil da drüben ist sie immer gut parkiert. Ja, machen wir so. Also, nee, das ist ein bisschen drüber. So ist. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr mich anrufen wollt, ruft mich an. Hier, Putzi-Schwörner, das ist Skype, Discord, mein
da habe ich Instagram. Also, bitte helf mir und ciao. Lang lebe GTA 5.